ist genau das Gleiche. Heiko, wo wohnst du denn? Wohnst du in den Highlands? Ich suche jetzt mal ganz kurz in der Wüste. In der Wüste gibt's Gigas? Ja, in der Wüste gibt's Gigas. Oh, okay. Sogar hauptsächlich auf dem richtigen Wüste. Ja. Okay. Also, wo der ganze Sand halt ist. So, wow. Ich wollte Ursisken von aus mal kurz traveln, dass der herstellt. Soll ich auch direkt ein paar Gruppen herstellen bei ihm? Ja, wenn du willst, kannst du ein paar noch machen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich Giga hier finde, irgendwo. Vielleicht gibt's ja einen schönen Giga. Warte, bist du noch bei der Base, Benny? Weil dann kann ich noch... Ja, komm, ich gerade hier oben. Gib ich hier noch ein paar von den Dart ab. Ich hab extra ein paar hergestellt. Ach, ich steck an 200 noch was her. 264 Inventar, deswegen... Hermann, Juju ist nicht gezähmt. Ich wollte den gerade zähmen gehen, fliegt dorthin und dann sagt der Stone ja, dass eigentlich bei jedem Mal Server Neustart und das ist jeden Tag, dass er dann an Dino Wipe kommt. Also ist alles weg. Phantom, gute Nacht. Ich kann Material auch mal hier lassen. Oliver, gute Nacht. Guten Abend. Ich hab mal ein bisschen zum Ending passieren gelassen. Jo. Auto. Bücher. Eigentlich am liebsten ein bisschen Fantasy oder Endzeit Sachen. Das lese ich am liebsten. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, Hermann. Oh, wir können uns aber auch. Hey, wir können uns hier einen Titan sämen. Können wir gerne auf Extinction machen. Machen wir einen Waldtitan, sag ich. Funktioniert. Ja, deswegen. Was ist das? Spamst du da so 20 Betten hin und dann easy going. Stimmt, was wir machen könnten, wäre wirklich nach Extension Travel und so eine Schneeäule zum Heilen. So eine Gatschas zu füttern. Nein, ich will keine Schneeäule. Ach, Schneeäule sind doch toll. Oder im Förster bauen. Nein. Das kann ich auch so bauen, dafür muss man nicht extra teilen. Benny und ich, wir werden jetzt ein Giga zähmen. Juju wollte ich eben zähmen vorkommen, aber mein Juju ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr. Wo finde ich denn Gigas? Hat er hier irgendjemand. Boah, wow, hier ist ein Eisentor. Ich glaube, hier gibt's Gigas. Wo ist das denn hier? Voll das glänzende Teil. Wie hässlich Eisen ist. Ich finde das ja so hässlich. Zeck ist halt schöner. Es hat sich ausgejujut, genau. Guck mal. Tut mal anders, aber Genesis. Wenn wir Survivor. Gibt's da irgendwie eine Ecke, wo ich am besten gucken sollte? Auf dem Berg da, um die Ecke, da sind die spawnen die meistens so tief weiß. Bei dem Berg um die Ecke. Naja. Nein, in der Wüste hast du doch ein bisschen mittig, hast du auch so erhöhten Hügel, wo daneben die Schluchten sind. Ja? Die, genau da auf dem Berg, um den Berg rum. Okay. Spawnen die meisten. Der Juju ist vom Server geflogen. Ja, Vorkan, wir machen dafür jetzt einen Giga. Wir nehmen eine Nummer größer. Für den Benny. Ich habe den Juju gebannt, der war mir zu aufdringlich. Könnt ihr mir sogar vorstellen. Ja, das ist halt immer so am Rumschreien, ne? Oh, ich sehe gerade, ich habe keine. Habe ich kein Event mehr hier? Warte mal. Hätte ich mal vergessen, den Replikator aufzumachen. Jungs, die Mädchen hier. Nee, Gott, ich muss kurz Element farmen. Ich kann meinen Replikator nicht betreiben. Noch ein Element oder so zurückzubringen. Wenn ihr irgendwo einen Giga gesehen habt auf dem Server, sagt doch einfach Bescheid. Wir kommen vorbei. Wir lösen das Problem. Ich habe also es gibt ein paar ganz viele in der Highlands. Natürlich bricht jetzt der Vulkan aus. Hallo Emmy. So, jetzt gehen wir mal auf Tiefflug. Leck. Okay. Ja, es muss der Vulkan ausbrechen. Wo sind die Gigas? Wo sind die Gigas? Ja, wo sind die? Ah,
Aber wenn du einen Giga nicht findest, kannst du auch anstatt Schnee und sowas hier eine neue Base-Verteidigung aufbauen, weil unsere Base-Verteidiger gerne angegriffen. So ein Velona. Ja, ja, nein. Nein. Base-Verteidigung. Sehr praktisch, habe ich gehört. Velona sind cool. Jetzt habe ich die Idee für den Giga und dann nehmen wir den mal mit. Ja, dann haben wir noch eine Base-Verteidigung. Ja, ich sag, wenn es kein Giga da ist, dann könnte man das machen. Er fliegt gerade los, ich finde schon einen. Ja, Level 4. Ich bin Giga-Flüsterer. Ich bin das nur gezählt. Die kommen freiwillig auf mich zugeflogen. Zugeflogen kommen die Gigas. Ja, wenn die Flüge. Wie war das denn? Wenn die Gigas tief liegen, dann gibt's Regen oder was? Auch in der Wüste? Dex, Nee, das ist falsch, Dex. Das stimmt nicht, es regnet nicht in der Wüste. Das ist Humbug. Wir hätten es schneit. Wir hätten den Giga mit Crystal zähmen sollen. Den Giga von Crystal? Warum? Wo wir die Tour gemacht haben. Den grauen. Welches Level war denn der? Boah, ich glaube, der war nur Level 16. Aber ich habe trotzdem Herzinfarkt gehabt. Ja, ich. Es regnet wirklich in der Wüste gerade. Leute. Es regnet in der Wüste. Jetzt, Leute, es regnet in der Wüste. Die Gigas fliegen irgendwas tief. Die Gigas fliegen tief. Ja, siehst du? Ich bin schon auf dem Weg zu denen. Ja. Wie ist das so? Wie war das? War schon immer so, dass es in der Wüste regnet? Hä? Meistens eure Höschen an dem Bildschirm. Die Gigas fliegen tief. Ja, bei den Highlands. Bitte lasst eure Höschen an. Bei den Highlands ist ja alles zugebaut. Also das heißt, denke ich mal, auch die Spawnpoints sind doch, weg. Doch, die spawnen da. Ah, die spawnen trotzdem? Ja, die spawnen nur die Leute, die da wohnen wollen. Die schlechten werden weggeschossen. Guten werden in die Fälle reingezogen und direkt gezähmt. Bei den Leuten, die wir einen haben wollen. Ach so, okay. Wir können jetzt trotzdem mal in die Highlands fliegen. Also ich... Ja, es spawnt auch immer was nach. So ich will auch in die Highlands. Ich habe genug Wüste in der letzten Zeit gehabt. Was? Warum das denn? Ja, ich verstehe. Sinaire heißt das? Wird das so gelesen? Guten Abend. Der Mensch hat's rein damit. Nee, kein Wirvanei. Das wäre langweilig. Ich habe jetzt keinen Giga gesehen. Ich bin jetzt komplett über die Füße geflogen. Hin und zurück, tief und hoch und runter, links und rechts. Das ist alles Fake News. Wenn nicht, holen wir uns ein Tropeo. Ja, das ist auch ganz cool. Damit er wieder über den Boden gleiten kann und Dexen nochmal umbringt. Ich lass dich den einfach wieder in die Falle ziehen. Ja. Hätt's wohl gern. So. Eine Crew haben wir für Benny mit nochmal, sagen wir, 25 Crewbots sollten reichen. Könnten noch eine Mantis zähmen. Mantis wäre noch okay, weil die könnte man ja wenigstens noch zum Arbeiten nutzen. Ich habe hier nämlich gerade sogar eine quietschblaue Level 108. Aber denkst du, die arbeitet gut, wenn die blau ist? Ich glaube, das. Was braucht das so für Mantis nochmal? Wolverino und. Das war mal da. Dünster. An die Ecke, guten Abend. Was? Ja, garantiert, also irgendein Kibbel, aber... Hallo Dragonia. Aber sonst braucht das für Mantis halt hier... Ja, das vom Horn braucht das für Mantis. Einzige, was die fressen, ne? Ja. Und davon haben wir gerade... nix. Müssten wir in die Ice Dungeon gehen. Das wäre auch eine Sache. Wo waren denn die Highlands nochmal, bitte? Fliege ich da jetzt gerade hin? Ist das richtig? Nordosten. Da oben sind die, ganz oben rechts. Ja, direkt auf der anderen Seite von der Wüste. Dex, das ist da, wo du immer hinfliegen wolltest, wenn du zu unserer Base wolltest. Ja. Komm. Das sind die Highlands. kann man nicht einmal in Ruhe mal Pause machen hier?
Ja, das mit der Kryokammer. Wie, hat jemand eine Kryokammer? Ich glaube, irgendwie Julia oder so, ne? Warum basteln wir doch gerade? Aber ich leg die ab und zu manchmal in den Schrank und dann komme ich dann immer so spät wieder online und dann ist das Ding tot. Der hätte eigentlich, glaube ich, da gar nicht drin sterben dürfen, aber ne, ich weiß nicht mal, was es war. Keine Ahnung. Das war eine Schelle von links, genau. Der saß da so bescheuert. Dann habe ich mir gedacht, gebe ich dem einen. Ich fliege jetzt wieder zurück. Ah, ist egal. Gibt's einen auf die Nase. Warum essen die denn nur Mente, Teflonhörner? Hallo Tame Brother. Moin Irgendwo Moin. Kippe wäre einfacher. Ja. Du redest jetzt noch über die Dings? Wo die Mente sind, ja. Ey, das wäre jetzt Kamsau! Dankeschön! Das ist nicht echt. Ja, da muss ich kurz mein Essen holen. Hey, Mein wie ersten geht's Teil dir davon. so? Mir geht's gut, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Wie war euer Tag draußen eigentlich gerade so? Wann streamst du eigentlich? Oder wann hast du angefangen zu streamen, Storm? Um 13 Uhr. Wow! Bis jetzt! Ja. Boah, ich kann das nicht. Das Ich kann ich hab nicht. halt, war, glaube ich, ab um 3 dabei oder so. Ja. Bevor es angefangen, wir haben halt eine bis 20 Uhr kann man sagen, so Faust gespielt. Das heißt 7 Stunden Session. Also nichts Besonderes. Nichts Besonderes, alles wieder verloren. Nichts Besonderes. Kann man neu machen, ne? Das stimmt. Also, wir wollten, haben uns erstmal reingefunden, nochmal eine gute Place gefunden, Base nochmal schöner machen. Von daher. Juckt mich Die eigentlich raus Halle und gar nicht. ist komplett voll. Ich hab einen Giga. Ja! Erzähl. Gezähmter. Ja, ist egal. Das Wollen wir wieder hat ja Base? keiner Ja. gesagt. Gute Zucht von Julia. Ich bin sauer. Das ist die Base von Julia? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich guck mal kurz gucken. Ne, bist du Ich nicht. zähme ihn gerade. Der greift mich nicht mal an, wenn ich auf ihn schieße. Redwood, das ist doch nicht Heilernsinn. Müssen wir noch mal üben mit den Auseinandertauschen der Gebiete? Wieso? Ich fliege genau in die richtige Richtung. Ja, ich weiß. Ich meine, aber du gerade nicht in den Highlands bist, deswegen. Aber die Highlands sehen auch sehr, sehr leer aus. Du bist ja schon da, oder was? Wie bist denn da so schnell hingekommen? Hat Weibern? begonnen. Wir waren uns direkt einen Weg geflogen. Ja, so nett. Das ist gut, Michael, das ist gut. So ist das richtig. Wo fliege ich mir jetzt wieder hin? Einmal verdreht. Richtig, das sind The Highlands. Highlands, gigafreie Zone. Ja, ist nicht schön. Ich finde, so ein paar Gigas könnte man einfach so einzeln, so glaube ich, nur so ein einziger Spawn in manchen Gebieten setzen. Ich hätte auch mal gerne so einen ganz knallweißen Giga mal gesehen, so im Schneegebiet, wäre ganz cool. Meinst du einen Arktik-Giga? Ja, sowas ähnliches, mit so, keine Ahnung, so hellblauen Augen oder so. Ganz freundlich lächelnd. Schreibt bei eben kurz einen Mod, verändert die Farbe, sagt den Spawn noch da und dann. Hallo Fussi! Guten Abend. Boah, Highlands sind aber auch leer. Ehrlich? Das ist ja schön, dass du es gerade sagst, weil ich komme ja gerade an. Ja, rumfliegen ist auch interessant. Extra den Server neu starten, vielleicht spawnt ja was. Polargiga, genau. Wer baut denn hier? Okay, wir wollten hier so einen riesengroßen Käfig. Da bist du gerade. Juhu! Ich mag die Highlands. Bist du gerade mit dem großen Drachen hier vorbei? Am Fliegen? Meiner Wimmern, ja. Ja, das bist du ja genau neben mir. Michel, Dankeschön fürs Followen. Hier ist noch eine Base.
Ich kann mal Gamma anmachen, dann sehen wir ein bisschen mehr. Warum geht der jetzt nicht mehr hoch in die Luft? Hä? Manchmal also ich glaube, da wird es sich lieber lohnen, was anderes zu ziehen. Was? Sie kommen jetzt hier an? Oh nein! Ja, ich bin halt schon komplett einmal drüber. Ist nicht, hier. Deine Tänzer. Okay, wo hast du jetzt hingeschmissen? Das in dein Tier. Okay, danke schön. Dankeschön. Arf, Arf, Gott, Dankeschön. Und Mirilenia. Ich muss erstmal die neuen Namen lernen. Wenn ich sie dann einmal drauf habe, dann werde ich mich nicht mehr, natürlich, dann werde ich mich dann auch wieder versprechen. Aber hey. Das ist ein quietschgrünes Pferd. Wir haben ja keine Möhrchen. Kannst du nicht hier Möhren sammeln sogar? Stimmt, man kann ja unten bei den Dingsbums sammeln. Ja, ich bleib mal hier, das ist 112, das Pferd, das ist quietschgrün. Das große Problem, was ich immer noch zwischendurch hatte, war mit Kurtan. Kurtan ausspreche. Kurtan, dass man Kurtan sagt. Kurtan wollte er nicht. Ja, Kurtan. Was ist denn das alles hier? Was sind das denn alles für komische Geräte hier? Was ist das hier? Was ist das? Eine Zähnfalle sein? Ja, Weihwarnfallen. Aha. Eine Milch zu bekommen. Ach so, okay. Jede 3 Meter eine Zähnfalle? Ja, die fliegt man rein, fliegt man hoch, dann verbackt sie sich zwischen diesen Dreiecken. Nee, ich meine, hier gibt es jede 3 Meter eine Zähnfalle. Ach ja, ja, ja. Zähnfalle hier, Zähnfalle da. Hier steht ein Giga. Ja, aber es ist ein Giga gezähmt. Ich guck gerade mal. Sammel dir ein paar Karottchen. Ich suche ja gerade, ich weiß gerade nicht, wo die. Ich dachte nur, dass du deinen Namen kennst, falsch ausspreche. Beim Leuchtturmdex ist das. War nicht irgendwo hier vorne so ein paar Häuser-Ruinen? Nein, genau bei Leuchtturm sind die. Okay. Genau die andere Seite. Hallo Schors. Schors. Guten Abend. Hallo Jan, guten Abend. Oh, ich habe die Fackel in der Hand, ich wollte gerade sagen, warum kann ich denn nicht so schnell fliegen? Man ist auch immer mal nachts unterwegs. Das erinnert mich gerade an die Szenerie von wegen mit Rock wegfliegen. Was denn? Weil du gerade sagst, Fackel in der Hand. Mhm. Warum ich nicht so schnell fliegen kann? Als wir das Skin-Video gemacht haben. Okay. Die ändern sich mit dem Walkback. Du fliegen, GPS in der Hand, wundern, warum man nicht fliegen kann. Ich weiß nicht, hatte ich da wirklich was in der Hand? Ja, GPS. Okay. Ich weiß es schon nicht mehr. Schon zu lange her. schon zu lange her. Ja, wir haben noch gerätselt, woran es liegt, dass der Walkback bei dir nicht funktioniert. Halbe Stunde oder so und dann am ganzen Ende haben wir rausgefunden, dass man GPS in der Hand ist. Das sind meistens immer. Das Problem, klein sachtende, das Problem ist ja meistens immer derjenige, der vom Rechner sitzt. Auch ein Fehler, mit denen hat ja keiner gerechnet, so dass man noch ein GPS in der Hand hat. Auto, ja, ich hole mir gerade Möhrchen ab. Möhrchen. Aber das ist ein bisschen komisch für den Dex. Warum kann der Walkdeck nicht gleiten, nur wenn du ein GPS in der Hand hast? Oder der Köpfen nicht vernünftig runterfliegen, nur weil er keine. Bleib stehen. Ich sehe den Namen nicht. Hallo. Man sieht den Namen immer erst ganz, ganz, ganz spät. Shamrock, dankeschön. Danke für den Twitchy Prime. Hat hier jemand oben drauf gebaut auf dem Turm? Mhm. What the heck ist das denn? Da oben kann man das drauf bauen? Ja. Ist ja mal cool. Das ist ja mal cool. Was Plattform ist das? Ja, dass man da so eine Plattform da oben drauf knallen kann, das wusste ich nicht. Wo sind eigentlich diese blöden Mörchen?
Ich hab schon. Nukleos, dankeschön. Hast du schon? Ja, 48 sind aber reichen. Wo waren die? Waren die nicht? Ich war da unten so Ruinen irgendwo in der Stadt. Also so eine alte. Ja, wo genau diese Version? Ich weiß nicht. Ich hier. Wo hast du die jetzt gefunden? Wo waren die? Ja, ich weiß nicht, hier auf dem Plateau. Okay. Gegen das lang. Sinairi, ne? Das ist doch richtig, oder? Ist das doch richtig gelesen? Hab's in den Griff gepackt. Warte, ich wollte mal gucken, wo die sind. Wo sind die? Ach, hier, guck mal. Märchen. Boah, ja, kannst du noch ein paar mitnehmen? Über so viel als zu wenig. Also, da musst du jetzt halt wissen, wo die sind. Die, so selten wie wir Ragnarok noch gespielt haben. Ich weiß, dass so hier unten so Häuserruinen waren. Da waren immer so kleine Felder. Da aber waren ich weiß, Kartoffeln. Ich wollte gerade sagen, da weiß ich, dass es Kartoffeln waren. Ja, und die Märchen waren hier am Leuchtturm. Okay. Damit ich bringe dich zu dem Pferd. Otü. Bringe ihn zum Pferde. Ist despawned. Du weißt auch, du weißt auch, vielleicht zählt's jetzt mehr anders. Du weißt, um 16 Uhr ist doch immer neu. Reboot hier. Mhm. Alles Löschung. Müsste hier gewesen sein. Ja, hier ist das Haus. Ja, ist noch da. Ich versuche gerade zu verstehen, wo du hingeflogen bist. Ach, hier, da. Unter dem. Da ist das Grüne. Das Pferd nicht. Du hast ein Pferd angegriffen, jetzt hauen sie alle ab. Du hast es angegriffen. Schon vorher. Du bist voll auf das hier drauf gelandet. Upsi! Die beruhigen sie auch wieder. Ich mache alle Tiere kaputt. Grüne ist hier hinten. Ja, ich hab's gesehen. Hm? Pass auf, wie viele Mörschen hast du mir gegeben? 48. Ja. 112 ist das. Läuft gerade noch gegen die Wand aus, sollte eigentlich gleich wieder runterfahren. Runterfahren? Windows, ja. Windows XP Sound. Aber Benny, wo wir den Kyrikon schon aufstellen, wir haben noch gar keinen Generator. Ich habe ich gerade eben erst hingestellt alles. Achso, hast du schon. Ich habe aber einen. Sogar perfekt unterm Boden. War bei einem anderen Server, ich vergesse das jedes Mal. Wo ist denn der, das Ferdi? Hier, da lang. Hat sich auch beruhigt. So weit weg? Ja, ist eine ganze Ecke gerannt. Da vorne. Siehst du es? Nö, aber ich gucke dahin, wo du hinguckst. Ah, da, okay. Kannst du mal ganz kurz mein Dings noch holen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so weit weg ist. Ach, stell den dein Greifen stell ich einfach oben auf den Felsen. Kannst du es eigentlich direkt so neben den Kühlschrank stellen? Hatte ich vorgehabt. Ich muss auch was essen, ich muss mal Mörschen essen. Kannst du aus dem Kühlschrank die anderen Kryoputzer mal reinpacken, wenn das hier aufladen? Oh Gott, warte, ich freue mich jetzt. Stress! Hallo Ruffy! Hallo Snakes! Hallo, ein Ruffy, ja hallo erstmal. Snickers, nicht Snakes, Snickers. Snickers! Und hallo Basti, hallo Philipp, guten Abend euch allen zusammen. Wir suchen Gigas und Julia killt Gigas. Das ist doch genau richtig. Ist das wirklich grün? Das sieht eher gelb aus. Wo es Tag war, war es grün. Das könnte jetzt an deinem Licht liegen. Dein Gamma. Ja, es liegt eher an der Fackel. Oder ab allen. An allem. Von vor allem an dir. Ja, wie viel kriegt es? Ich bin bei 37% und 55 plus. Das geht ja. Jo. Ja. Ghost, danke fürs Followen. Ghost Bro LRF. Oh nein! Juhu! Oh, das war gerade Glück. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil diese bescheuerte Fackel gerade im Moment kaputt gegangen ist. Und ich habe mich eh gedrückt verschreckt und bin runtergesprungen. Aber zum Glück kannst du ja nochmal rauf. Hast du nochmal ein paar Sekunden. Aber die Effektivität ist jetzt natürlich runtergegangen. Juhu! Jetzt kriegt er nämlich nur noch 44 Level. Das ist aber nicht der Ghost, glaube ich, oder? Ich glaube nicht, oder?
Auto, danke fürs Followen und Andi, danke fürs Followen. Ich habe meine Effektivität vom Reiten kaputt gemacht, vom Zähmen. Juhu! Aber wenigstens wird es wieder heller. Das ist schon mal was Gutes. Ja! Und ich kann doch eigentlich auch hier so gucken. Aber man sieht dann leider nichts mehr. Der Ghost ist wieder in Köln? Ehrlich? Bist du sicher? Warum? Wieder von der Arbeit her oder warum? Der war doch, alte Ghost. Der war doch so glücklich, dass er wieder nach Dresden gezogen ist. Mit Family. Ganz sicher. Viele trauen sich nicht auf Twitch zu gehen, die haben Angst davor. Wer schreibt das? Nein, das hat das gar geschrieben, wer hier in Canary hat da was geschrieben. Ach so, Lückenfüller bei Busfahrt, okay, und ehrliches. Weil du ja im letzten Video gefragt hast, warum so weniger betischt dabei sind. Das habe ich im letzten Video, genau, im letzten, vor irgendeiner der letzten Videos habe ich das gestellt, die Frage. Klar, wenn man jetzt YouTube-Videos, also nur Videos gucken möchte und macht gerne mal eine kurze Pause und guckt dann nachher weiter oder guckt lieber auf der Toilette oder sonst irgendwas, dann ist das verständlich. Da hat man auch keinen Bock auf eine Livestream, ist was ganz anderes. So schön beim Scheißen so einen Livestream zu gucken. Ja, wieso? Geht doch auch. Natürlich, okay. Oh, lustige Szene. Ich bin ein kleines Kind, der gerade ein wildes Pferd reiten möchte. Rex will halt auch mal reiten. Stone ist müde, der hat immer irgendwas zu sagen die ganze Zeit. Jeden zweiten Satz sagt er immer was. Ja, Entschuldigung, ich bin. Ein Kommentar, das ist halt immer gut. Nur, dass Ash unterwegs ist, zu Fuß unterwegs. Das habe ich mich ja immer gewundert, wie weit der bei dieser Anime-Serie, wie weit die laufen, die drei. Ash, Misty und Brock, oder auf Deutsch heißt er ja, glaube ich, Rocco. Rocco? Wieso haben die den Namen eigentlich? Ja, fertig. Du hast Zuschauer bekommen. Bitte? Du hast Zuschauer bekommen. Der mit dem blauen. Die zugeguckt haben. Ja, zwei blaue. Voll hübsch, das, ja? So. Du wechselst mit den Namen, die oftmals einfach wegen der Umstellung zur deutschen Sprache, weil die manche Namen nicht passen oder schwer auszusprechen sind. Aber ändert man das um, beispielsweise ist auch manchmal die Vorgabe von den Leuten, wie heißt das jetzt, von den Produzenten, die Anime-Serie gemacht haben, in dem Fall Pokémon, die sagen dann halt, der Name muss geändert werden, im Deutschen zum Beispiel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Name, der Originalname, der ist auch echt nicht so schön. Der heißt ja, der Rocco heißt ja normalerweise Brock. Mhm. Aber Brock hört sich echt doof an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Moin Moin! Viele Länder haben ja andere Namen, andere Gewohnheiten, was das angeht, glaube ich auch. Länder, andere Sitten. Oder Lee oder wie die ja viele Namen ja zum Beispiel in manchen Bereichen heißen. Ja, Rocco, der immer Verliebte. Ja, ich fand das immer so schön. Das ist ja auch ein Greifen. Das ist pervers auch einfach. Ach ja, hast du Dexter Grillbot? Sollen wir
irgendwas anderes noch hier in der Nähe zähmen? Ich überlege mal gerade, willst du nicht auch ein Pferd haben? Wer kommt denn hier noch? Komm her. Nee, ich will kein. Kein Pferd? Pferde sind super. Dafür spiele ich zu wenig. Ihr könnt ja nochmal nach Gigas gucken oder Katari, das hast du schön gesagt, aber das sagen andere Leute dann nicht mehr. Ich habe mich dir ja voll viel jünger vorgestellt. Du siehst ja voll alt aus. Ich finde immer die Sätze so geil, wenn die Leute ganz erste mal so, das erste Mal uns in den Stream kommen. Du bist ja voll alt. Alter Mann. Alter Mann. 23. Graue Haare heißt nicht, dass man alt ist. Hallo? Stimmt, man ist kurz vor der Rente. Ja. Ich habe übrigens bis heute noch nicht den Vulkan auf Ragnarok ausbrechen sehen. Im ganzen Let's Play nicht. Letztes Mal. Ihr habt mir mal geschrieben, er fliegt jetzt mal dahin, da ist gerade irgendwie die Lava kommt raus, aber ich habe den irgendwie noch nie mal starten sehen, dass da irgendwie mal was passiert. So populös ist es aber auch nicht. Ich weiß nicht, ich würde das gerne mal sehen. Hier ist die Mantis unter mir, die ich meinte. Ach, die hast du hier gesehen? Ja. Ach so. Die blaue Mantis. Und ich dachte, du wärst in der Wüste. Und ich denkst du, wie kommst du von der Wüste so schnell hier rüber? Nein. Ach so, ja, ja, okay. Wenn ihr wollt, können wir ja gleich mal versuchen, in die Eishöhle zu gehen und ein paar Deathwimmer zu klatschen. Vielleicht kriegen wir dann ein paar Hörnchen, dann können wir den zähmen. Ja, können wir machen.